miteinander zu einer neuen Woche, zu einer neuen Folge von Weidejagd, den Demeter-Jax aus Mittelfranken. Ich wünsche euch erstmal ein frohes, neues, gesundes Jahr 2022. Es ist zwar jetzt noch 2021, aber wenn das Video ausgestrahlt wird, ist es bereits ein Jahr später. Habe ich schon mal mitgedacht. Es ist ein Pisswetter. Wir können wenig draußen tun, beziehungsweise auch gar nicht in den Wald gehen. Es ist wirklich alles viel zu matschig. Ich habe noch ein paar Stämme verladen, die wir von da unten noch haben, und habe mir gedacht, ich erzähle euch heute mal was zu unserem neuen Rückewagen. Den haben wir jetzt 2 Jahre und ich sage euch mal ein kleines, kurzes Fazit, was ich darüber denke. Da haben wir das gute Stück von dem Hersteller BMF. Einen 8T2 Pro 615. Ich erzähle euch jetzt mal ein bisschen was über die technischen Daten zu dem Gerät. Das ist wie gesagt ein 8T2 615. Das heißt, der Kran hat eine Länge von 6,15 Meter. Ausgefahren haben wir eine Reichweite von 7,10 Meter. Und ich meine, dann hat er eine Hubkraft von 600, noch ein paar zerquetschte Kilo. Also wenn er komplett ausgefahren ist. Das T2 steht für einen doppelten Rahmen. Also wir haben hier unten 1, 2, nicht ein durchgehend, sondern einen Doppelrahmen, den wir hier haben. Haben in der Ausstattung noch die Füße hier, ich weiß nicht, wie man es wirklich sagt, also die man so runterklappt, nicht die senkrecht nach unten. Haben wir noch ein bisschen mehr Stabilität und ja, braucht ein bisschen mehr Platz nach links und rechts, aber Stabilität ist deutlich besser. Das 8 steht für 8 Tonnen. Das heißt, wir können da 8 Tonnen zuladen auf das Gerät. Genau, das ist im Großen und Ganzen zu der Grundausstattung von dem Rückewagen. Wir haben noch ein, zwei Sachen extra Ausstattung uns noch machen lassen. Das ist einmal diese Wanne. Das ist jetzt Geschmackssache oder ja, Einsatzsache, was man halt machen möchte. Man kann das Ganze natürlich auch ohne Wanne haben. Da wäre aber auch viel Büsche oder Streu, also die Wipfel vom Baum oder auch die Äste, die man absenkt, transportieren. Hat man jetzt die Angst, dass uns das da unten durchfällt. Und deshalb haben wir die Wanne genommen. Ist dann aber ein Punkt, wo wir noch drüber sprechen werden. Als zweiten Punkt, wo wir auch nochmal drüber sprechen werden, ist, man sieht hier, ich gehe mal auf die andere Seite rüber, wir haben jede Menge Schläuche an dem Gerät dran. Seht ihr diese Meterware an Schläuche, an Hydraulikschläuche, die wir hier haben? Das hat einen Grund, warum wir das haben, weil die Steuerung hier oben, die ist abnehmbar. Und die kann man dann hier hinten hin machen und kann das Ganze quasi bei gedrehtem Sitz vom Schlepper aus bedienen. Genau, das sind eigentlich so die Besonderheiten, die wir uns da noch anbauen haben lassen. Und das war es im Großen und Ganzen schon mal zu dem Setup von dem ganzen Rückewagen. Und jetzt erzähle ich euch mal unsere Erfahrungen. Einen Ausstattungspunkt habe ich noch vergessen. Bin mir jetzt aber gar nicht sicher, ob es serienmäßig ist oder ob es ein Upgrade war. Das ist hier nochmal, wir könnten noch, hier haben wir nochmal ein paar Hydraulikschläuche und können quasi hydraulisch auch noch die Achsen hinten mit bremsen. Hat ganz normal eine Auflaufbremse, aber wir könnten es auch noch mit der Hydraulik hinten noch bremsen. Haben wir jetzt aber bisher noch nie wirklich gebraucht oder gab es nicht die Anforderungen, dass wir das gemacht haben. Fangen wir doch gleich mal an bei dem Aufstieg. Das ist hier alles schön klappbar. Das ist an sich ganz okay. Die Kamera in der Hand ein bisschen umständlich. Auf der anderen Seite klappt man auch noch runter. Das ist okay. Man darf es nur nicht vergessen, wieder hochzuklappen, wenn man losfährt. Ich glaube, wir haben jetzt schon die dritte Leiter, es war aber mehr Dummheit als Herstellergeschichte, dass wir die dann halt meistens mit den Unterlenkern verbiegst du die ganze Geschichte dann halt, wenn du einschlägst. Hier haben wir mal die Steuerung. An sich ganz simpel, wir haben einmal die Zange, wir haben noch den zusätzlichen Arm, den wir ausfahren können. Auf der Rückseite befinden sich dann die Stützen zum Hoch- und Runterlassen. Und ansonsten ist es eine ganz normale Steuerung, wie man es ja von Kränen oder vom Bagger auch kennt. Alles top, kann man gar nichts sagen. Wir haben, wie gesagt, das wollten wir hier zum Abnehmen, dass man es hier hinten ranmachen kann. Ich bin jetzt mal so solidarisch und sage, wir wollten das.
Auch wenn es nur einer von uns wollte. Ja, dass man das Ganze eben vom Schlepper aus bedienen kann. Man muss dazu sagen, wir hatten vorher einen Rückewagen, beziehungsweise keinen Rückewagen, wir hatten einen Kran von, mir fällt es noch ein, einen Forstkran und hinten dran haben wir unseren jetzigen Ballenwagen hingehängt, was früher mal der Ladewagen war, der mit Riffelblech ausgelegt war und Rungen hingeschweißt wurde. Das heißt, man hat hier nicht diesen Stand gehabt, den wir jetzt hier haben, und es wurde halt immer alles vom Schlepper aus bedient. Das wollten wir hiermit übernehmen und haben gesagt, okay, wir wollen das Ganze davor heben und dann kann man das Ganze vom Schlepper aus bedienen. Wir waren diesen Stand hier, den man hier hat, einfach nicht gewöhnt und deshalb war das so die Geschichte. Das ist... Ja, nutzen wir doch jetzt nicht so wirklich, weil es ist ein Riesen-Act, diese Konsole da nach vorne zu spannen, weil es einfach tonnenschwer ist. Also es ist, das hier ist schon mal ein schweres Element und dann diese ganzen Schläuche hier mit vorschleppen quasi und das dann hier einzuhängen, das ist alleine schon eine Nummer. Und da hast halt, ja, nach dem Wald, vor dem Wald hast du entweder keine Lust und danach gar Kraft mehr, dass du das machst. Hat sich jetzt so bewährt und tatsächlich der Stand hier oben, das ist echt gut. Und ja, ich meine, im arbeitest halt mit dem Wetter, musst du dich halt gescheit anziehen. Das hat jetzt natürlich so ein bisschen den Nachteil, dass wir hier halt einen riesen Schlauchgeschlamp haben, ein Schlauchpaket haben. Das ist schon, ja, es geht bisher, haben wir kein Problem. Aber man hätte sich diese ganzen Schläuche auch sparen können. Und ja, das ist halt jetzt im Nachhinein, ist man immer schlauer. Gut, kommen wir zu unserem zweiten Upgrade. Das ist hier diese Wanne. Das ist, ich habe schon erläutert, warum wir das Ganze haben. Es hat aber auch einen kleinen Nachteil, das Ding. Das ist hier diese Kante, die jetzt mittlerweile haben wir sie geschweißt. Ne? Das haben wir jetzt hier mittlerweile geschweißt, weil man ist mit dem Kran hier einfach drunter gekommen. Das war quasi nur ja, gekantet und geschraubt hier. Und wir sind, du kommst da manchmal mit dem Kran mit einem Arm drunter und dann ziehst du dir das ganze Blech hoch. Man sieht es auch hier an der Seite, das ist schon, hat schon eine leichte Wölbung. Da greift man halt auch gerne mal dazwischen und ja, macht das Ganze dann halt kaputt. Deshalb, wir haben es aber jetzt noch verbessert und gesagt, okay, wir schweißen das Ganze und bisher hält es auch die ganzen Stößen und Erschütterungen echt gut stand. Ansonsten ist das alles relativ einfach oder simpel mit ja, fast jedem Traktor auszuführen, brauche ich nicht irgendwelche Sonderdinger. Wir haben einmal ein Steuergerät auf Druck, wir haben den drucklosen Rücklauf hier drin, wir haben unsere Kfz-Beleuchtung. Und hier, das ist vielleicht auch noch eine kleine Schwachstelle, das ist halt das Kabel, die Elektronik für die Konsole, für die Steuerung. Das, ja, das ist jetzt nicht so super umgesetzt. Das hat es uns schon einige Male abgezogen, da werde ich mir nur irgendwas überlegen, wie wir das anders und besser hinkriegen. An sich, das Fazit zu diesem Rückewagen ist einfach nur top. Wir haben hier mit dem BMF von Weil und Eichinger einen Mittelklasse, einen guten Mittelklasse-Rückwehrwagen, hätte ich jetzt gesagt, der aber seine Arbeit voll und ganz tut. Also wir sind von der Hubkraft vielleicht ein, zwei Mal an die Grenzen kommen. Das waren aber dann wirklich Apparate, wo man sagt, hey, muss halt auch vielleicht nicht sein. Beziehungsweise hast du dann beim Fahren auch schon Probleme. Aber ansonsten hatten wir mit dem Gerät noch wenige Probleme. Hier mal ein Hydraulikschlauch, ein bisschen undicht. Ja, okay, nachziehen. Und dann passt der Lack wieder. Einen kleinen Schaden hatten wir schon mal. Ich müsste mal die Seite suchen. Das haben wir dann aber auch beseitigt. Da hatten wir hier dieser Schlauch hier war angeknackst. Wohl irgendwo im Wald haben wir uns verhakt. Und hat die Schutzhülle außen, also in diesem Schlauch, ist das Zugseil drin für die Handbremse und dann somit auch ein bisschen die Auflaufbremse. Und das hat es angeknackst und dann lief das nicht mehr richtig. Das heißt, die Bremsen waren immer fest, waren immer geschlossen. Und das wurde dann aber auch wieder gelöst, repariert und dann haben wir da auch ein bisschen diese Schwachstelle beseitigt, dass das so nicht mehr passieren kann. Aber trotzdem, ich bin mega, mega zufrieden mit diesem Rückewagen. Wenn ich was besser machen würde, wenn ihr euch überlegt, so ein Teil zu kaufen, was könnte man jetzt besser machen oder was würde ich an unserer Stelle jetzt anders machen?
Bei dem Thema Wanne, das muss jeder selber wissen. Ich würde es vielleicht sogar mal mit einer geschlossenen Wanne versuchen. Sollte man nochmal einen Rückewagen uns anschaffen. Ohne möchte ich es nicht. Das sind eben genau die Punkte, warum sowas vielleicht passieren kann, weil du dir irgendwelche, wir haben hier Kiefern mit Mörderäste dran, natürlich kann man es ausasten, aber wenn du dir die Dinger drauflegst, die Wanne nicht hast, dann kommt dir das Ganze halt einfach, kann dir das ins Fahrwerk kommen, deshalb finde ich den geringen Schutz schon gut. Ob man dann eine komplette geschlossene Wanne macht, weiß ich nicht. Was würde ich noch besser machen? Ich würde auf keinen Fall mehr diese mobile Konsole machen, dass ich sie nach vorne setzen kann. Ich würde eher noch ein paar Euro ausgeben. Ich weiß nicht, wo der Aufpreis lag. Ich weiß es nicht mehr. Aber da haben wir gespart, dass wir das Ganze halt einfach mit Fernbedienung haben. Also wenn ich es wirklich vom Schlepper aus bedienen will, dann nehme ich halt mit einer Fernbedienung, also das, wie bei so einem mobilen Kran hat man das dann, hat man halt eine Fernbedienung, kann am Schlepper sitzen und kann das dann machen. Aber so diese umsetzbare Konsole würde ich so nicht mehr machen. Genau. Ansonsten würde ich nichts besser machen an dem Rückewagen, weil wir sind echt mega, mega zufrieden. Das Ding löppt. Ja, wir sind sehr zufrieden mit dem Rückewagen von BMF. Und ich wüsste jetzt auch nicht, warum man da ein anderes Gerät sich anschaffen sollte. Das war es dann soweit zu unserem Rückewagen vom BMF. Mit dem kleinen Pro und Contra nach 2 Jahren intensiver Nutzung. Ich hoffe, es war was dabei für euch. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Vielleicht hat man ja vom einen oder anderen die Kaufentscheidung ein bisschen voranbringen können. Wenn ihr Fragen dazu habt, einfach unten in die Kommentare. Wenn es euch gefallen hat, lasst ein Gefällt mir da. Und nicht vergessen zu abonnieren, dann verpasst ihr nichts mehr. Jetzt werden wieder viele, viele Videos wahrscheinlich rund um Thema Forst, um Wald kommen. Jetzt im Herbst, Winter. Und wenn es dann ins Frühjahr rausgeht. Sind wir auch wieder mehr auf den Wiesen, sind wir auch wieder mehr bei den Jagds. Also, ich wünsche euch einen super Start ins neue Jahr. Macht's gut. Ciao.